Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man in Minecraft eine coole 5x5 Küche bauen kann. Also eine Küche, wie gesagt, auf 5x5 Blöcken quasi. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das heißt, was wir machen, ist ein Fenster. Was kommt denn hier so hin? 2x3, finde ich eigentlich ziemlich nice. Welche Scheiben ihr benutzt, ist natürlich scheißegal. Und an sich, welche Blöcke ihr benutzt, ist eigentlich nicht so wichtig. Das ist jetzt so, ne, persönliche Präferenz quasi. Zum Beispiel finde ich, dass der Boden ziemlich nice sieht, aussieht in schwarz-weiß kariert. Irgendwie erinnert mich das immer ziemlich doll an Küchen und irgendwie ist das so, keine Ahnung, auch so ein bisschen meine Standardküche. Gefällt mir eben ganz gut, ihr könnt aber natürlich auch Holz nehmen oder was auch immer ihr halt besser findet. So, jetzt geht es um die Einrichtung, das ist ja das eigentlich Wichtige. Und zwar machen wir als erstes hier vorne hin erstmal, achso nee, da muss das gar nicht hin, aber hier machen wir ein Lagerfeuer hin und setzen dann diese, ja, wie nennt man die auf Deutsch, Trichter? Ne, wer ist denn die Dinger da noch? Kessel, genau, im Kessel hin. Und zwar einen links und einen rechts, dann haben wir hier einmal quasi kaltes Wasser und einmal hier kochendes, warmes Wasser. Was ihr dann noch machen könnt, was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ihr eine leere Glasflasche nehmt und dann bei dem Kochen in einmal reinklickt, weil dann sieht das so aus, als wäre schon ein bisschen was verdampft. Ja. So, als nächstes nehmen wir hier den Smooth Stone und machen damit quasi so die Arbeitsflächen so ein bisschen. Hier in die Mitte kommt tatsächlich noch eine Workbench, kann man ja immer mal gebrauchen in der Küche. So, und jetzt hier vorne machen wir Öfen hin. Und zwar finde ich diesen Ofen hier eigentlich am besten, also so vom Aussehen her. Deswegen mache ich den da jetzt mal hin. Sieht nämlich am ehesten aus wie so ein Backofen oder ein Herd. Drauf tun wir so ein paar Activator Rails, weil das sieht so aus, als wären das so Kochplatten quasi. Und darüber kommt noch eine Dunstabzugshaube und zwar benutzen wir dafür den Cobblestone. Machen den da so hin ungefähr. So, zack, zack. Das sieht dann aus wie so eine, ja, Dunstabzugshaube eben. Wo dann halt so, ne, der Dunst abgezogen wird. Ne, dafür sind die gut. So, was wir jetzt machen, ist hier einmal so ein Ablageding drüber und damit das ein bisschen gestützt aussieht, nehmen wir dafür am besten mal Spruce Fence. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Was wir dann noch nehmen, ist eine Trapdoor, damit können wir nämlich so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Tür halt hier reintun. Das ist so eine Tresentür irgendwie, falls das der richtige Ausdruck ist, keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus und deswegen tun wir das dahin. So, und jetzt auf diese Seite machen wir die anderen Öfen. Und zwar gibt es ja noch den normalen Ofen erstmal und diesen Smoker, der hier unten ist, genau. Achso, und hier die Barrels können wir auch direkt mitnehmen, aber wir nehmen hier einfach mal schon mal alles mit, was wir benutzen können. So, ja, den Ofen tue ich jetzt einfach mal dahin und den Smoker nach hier, ist eigentlich relativ egal. Was wir dann noch machen ist, wir nehmen hier Stripped Oakwood, also das Oakwood, wo man quasi noch einmal mit der Axt rechtsklick drauf macht. Weil ich finde, das sieht ziemlich doll aus wie so ein Brett einfach. Und das könnte jetzt quasi so eine Arbeitsfläche werden, wo man dann drauf schneidet oder sowas. Oder halt an sich so ein Brett, was halt auf so einer Arbeitsfläche drauf liegt. Finde ich ziemlich cool. Und dann machen wir hier noch so ein paar, so ein bisschen Verkleidung ran, damit das noch ein bisschen besser aussieht. Und was wir jetzt machen, sind die Barrels. Und zwar stellen wir die hier so ungefähr hin. Und nicht nur Barrels, sondern auch ein paar Kochbücher. Natürlich auch wichtig und dürfen in der Küche nicht fehlen. Was wir jetzt machen, wir nehmen nochmal diese Spruce Trapdoors. Und gehen von hier so an die Seite ran, weil dann... wie ihr schon seht, sind dann diese silbernen Sprossen quasi, die gehen dann zu uns hin quasi. Wenn wir das andersrum machen, würde es nämlich so aussehen. Kann ich auch nochmal zeigen. So. Und das würde dann nicht so stabil aussehen wie das hier. Das sieht so aus, als wären die irgendwie in der Wand festgemacht und die hier wären halt so, die würden halt so rumfliegen. Deswegen machen wir das. Und oben drauf machen wir auch nochmal die normalen Trapdoors. Also die aus Eichenholz. Voilà. So. Aber damit das so aussieht, als wäre das so fest quasi. Und dann nehmen wir nochmal einen Kuchen. So, den stellen wir dann mal am besten hier vorne hin. Und machen noch so eine, ja, so eine, wie nennt man die Dinge eigentlich auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. So eine Klingel halt daran. Und wenn das Essen fertig ist, kann man dann da dran läuten. Ach, Glocke sind das übrigens, das ist mir gerade eingefallen, lol. Ja, dann machen wir noch das Dach nochmal eben voll. Ich mache das immer ganz gerne so, dass man quasi so eine Umrandung hat mit etwas Dunklem. So. Und dann nehmen wir hier etwas Helleres. Also das ist jetzt hier das ganz dunkle Dark Oak Wood. Da machen wir da ein bisschen Spruce rein. Sieht dann nämlich so ein bisschen verziert aus quasi. Was man dann noch machen kann, ist, dass man halt da einen Zaun ranhängt und darunter dann so eine Laterne. Das sieht dann aus wie so eine kleine süße Lampe. Was man natürlich auch noch machen kann, ist hier so einen Blumentopf hinzustellen. So, ich mag zum Beispiel diese... am Dark Oak Sapling ziemlich gerne, weil das sieht aus wie so ein kleiner Bambus. Ihr könnt natürlich aber auch hier zum Beispiel Jungle nehmen und das sieht dann aus wie irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Kräuter oder sowas. Das soll ich überlassen. Aber ansonsten wäre das soweit alles von der Küche. Was ihr noch machen könnt, ist die Außen so ein bisschen verkleiden.
Finde ich persönlich, ich weiß es nicht. Also irgendwie, es hat was, aber es hat auch irgendwie, sieht auch irgendwie doof aus. So. Ja, das ist eigentlich die Küche soweit. Ihr könnt natürlich auch sogar eine Wand komplett weglassen und dann hättet ihr so eine, so eine halboffene Wohnküche quasi. So, das Einzige, was ihr dann wahrscheinlich aber machen müsstet, wäre tatsächlich hier nochmal so eine Reihe Trapdoors dran. Damit das einfach, halt so ein bisschen verkleidet aussieht. Und ja, das war eigentlich so das Küchendesign. Ich hoffe, ihr habt ja ein bisschen Inspiration vielleicht mitbekommen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Küche in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer da soweit schaut. Und ansonsten, ja, haut rein, Jungs und Mädels und Haustiere. Ciao, ciao.